Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 mit mir, eurem Zero. Hallo. Und heute werden wir mal mit dem guten Trendy reden. Das tödlichste Tier auf der Erde ist weder ein Hai noch eine Spinne oder ein Löwe. Es ist der Mensch. Wegen der tödlichen Krankheiten, die er überträgt. Oh, klasse. Noch eine Kaulquappe. Ich war früher Assistent eines berühmten Entomologen. Jetzt bin ich Anführer bei den Pfadfinder-Pionieren. Du weißt sicher nicht, was ein Entomologe ist. Die letzte Kaulquappe hat immer Entomologe gesagt. Ich habe ihn mit einem Wörterbuch geschlagen. Naja, meine Programmierung hat es nicht zugelassen. Aber ich wollte es. Sehr sogar. Entomologie ist die Insektenkunde, nicht die Wörterkunde. Heute gibt es viel zu viele Insekten. Wann sind sie so groß geworden? Ich habe die Arbeit meines letzten Besitzers fortgesetzt. Wenn du mir ein paar Teile dieser neuen Spezies bringen würdest, könnte ich ein Insektenmittel herstellen. Hier ist eine Liste. Ich habe ein paar Orte markiert, wo du die richtigen Exemplare findest. Aber es gibt sie sicher auch anderswo. Okay, Ungeziefer jagt. Das wird lustig. Oh, jetzt erst recht. Gut, wir müssen erstmal ein bisschen Gewicht loswerden. Können wir das hier irgendwo? Ich hoffe doch. So, dran gewöhnen, Zero, alles wieder rauszunehmen. Okay, ihr seid Pfadfinder. Nein. Pfadfinder haben doch hier bestimmt irgendwie eine Bastelwerkstatt. Mein Pfadfinder sind doch nichts anderes als kleine MacGyvers, oder? Oder? Ich weiß, wo wir einen in der Nähe finden. Ha! Und zwar in der Richtung. Zur Not muss ich halt ein bisschen Geld hinblättern, aber ich glaube, da müsste eine Werkstatt sein. Zumindest irgendwas Kleines. Süßes. Erhalte ein Bleefliegendrüse, erhalte ein Blutkäferrüssel, erhalte Red-Kakerlakenfleisch. Eine Red-Kakerlake hatten wir doch gerade eben, was? Was stehst du denn du hier so einsam rum? Mann, Leute! Ah. Ist doch gut. Zeckenblut. Komm. Ich werde jetzt nicht umsonst Zecken getötet. Egal, verleiben wir uns erstmal diese Powerrüstung ein. Warum auch immer die hier rumsteht? Hat die jemand einfach fallen lassen, vielleicht? Meins. Okay, sehr schön. Eine mehr in unserem Inventar. So, das mit der Zecke haben wir hingekriegt. Wir müssen nochmal kurz zum Haus zurück. Wir hatten da auf jeden Fall eine Red-Kakerlake getötet. Und da kriegen wir auch Red-Kakerlaken-Fleisch her. Den Rest müssten wir hier eigentlich easy finden, ne? So. Die war hier, da. Sehr schön, eine Sache mehr in unserem Inventar, die wir bräuchten. Das nehmen wir auch mit. Und vielleicht kriegen wir auch Blutkäfer gleich da hinten. Ja, oder Stechflügel. Ich glaube ja, Stechflügel waren da hinten. Als ich das letzte Mal da vorbeigeschaut habe. In Leverkstadt. Das Einzige, was ich an diesem Ort hasse, ist, dass hier so hell ist. Ansonsten ist es ein echt nicer Ort. Da, so ist schön, unter den Bäumen zu laufen. Aber
Kackbratze. Oh, so eine starke Kackbratze auch noch. Okay, zu spät. Na, oh Gott. Ja, gucken wir uns die einfach an. Mega-Hieb. Mega-Hieb. Kleiner Hieb. Achso, du bist schon tot. Und die Geräusche kamen noch, nachdem das Viech tot war. Ich dachte, was ist denn nun los? Ist hier noch eine? Aber nein, ich wurde nur verarscht. Wie immer. Ich bin immer nur vom Bifesta verarscht. Genau, und das hier ist einer der schrecklichsten Werkplätze, die es überhaupt gibt, weil hier immer diese Kackbratzen rumlungern. Und das sind nicht wirklich schwache Kackbratzen, sondern so eine verbrannten Kackbratzen sind immer hier. Immer. Es war der größte Fehler, sich hier anzusiedeln, nicht hier anzusiedeln, sondern hier Kronkorken auszugeben. Hier haben auch Meierlöhr-Könige angegriffen, hier hat alles mögliche angegriffen, das war der pure Horror. So, hast du hier eine Werkbank für mich? Vielleicht braucht das ja jemand. Keine Werkbank? Ja, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Kröten brauchen wir nicht, ne? Nö. Kam da gerade eine kleine Kröte raus? So eine kleine Kaulquappe? Achso, ne, ich habe ihm sein Bein abgeschossen. Alles klar. Ist ja fast dasselbe. Gut. Ah, ne, ich will das nicht beanspruchen. Rein theoretisch wohne ich ja auch in der Nähe. Ich gehe nach Hause. Hallo. Bei mir in der Nähe zu Hause ist also ein Laster mit einem 50er Kaliber. Hm. Interessant. Was ist das denn hier? Kleines Militärlager? Mit einem Kampfschützengewehr? Nett, muss ich sagen. Nehme ich gerne. Ich weiß zwar nicht, was der Scheiß hier soll, aber ich glaube, es gehört zu einer täglichen Quest. So, da ist mein Zuhause. Das merke ich mir, weil wenn ich diese 50er Kaliber immer wieder einsammeln kann, also pro Tag ist das, glaube ich, weil wenn ich den Server wechsle, ist der Loot ja trotzdem nicht da. Aber das kann schon recht nice sein. Ach guck mal, die Türen sind doch geschlossen. Ich bin stolz auf euch, Leute. Ihr könnt Türen schließen oder sie gar nicht erst aufmachen, wenn man sieht, dass da nichts ist. So, gehen wir mal als allererstes hier hoch. Wir müssen hier echt noch ein bisschen rumbasteln, damit es ein bisschen schöner wird. So, 10 mm, komm schon, bitte gib mir was richtig Tolles. Solider kurzer Lauf, das wird direkt mal nachgeschaut. Schleichen tot da. Verbesserte Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Aber ich will ja nicht aus der Hüfte liegen. Werfen, schießen. Werfen. Ja, wirf deine Waffe, Zero. Ah, schade. Nichts Tolles für unsere 10 mm dabei gewesen. Schade, schade, schade.
Vielleicht bekommen wir irgendwann was Schickes. Aber 10 mm zu finden ist so schwer. Armbrust. Nichts. Fernglas. Was sollte man da auch kommen? Der Granatwerfer, Jagdgewehr. Da, das ist wichtig. Nichts. Ja, du kannst eigentlich weg. Eigentlich bist du kacke. Stufe 30. Ja, schade. Nichts dabei gewesen für uns. Schön wär's. Ist nicht legendär. Ich will nur noch legendäre Sachen. Gib sie mir. Okay. Schade. Ich hätte mich ja gefreut. Dann würde ich sagen, ich bin ja jetzt momentan dabei aufzupassen. Jungs, das ist keine Rümpelkammer, ne? Das ist euch schon klar. Irgendein Fremder hat hier seine Powerrüstung hingestellt. Ach, der wollte kochen und hat seine Powerrüstung hier liegen lassen, oder was? Nee, der hat sie rausgeworfen. Da ist ja auch nichts drauf. Ich bin hier aber alleine. Nee, da ist jemand. Habt das ihm gehört? Ich weiß ja nicht. So, Transfer, Kleidung. Ja, da hört es auch schon auf. Ich habe eigentlich genug Chassis, ne? Nein, ich wollte sie anziehen. Oh mein Gott, bin ich blöd. Hier unten, Junge, hier unten. Ich ziehe mal kurz meine Rüstung an. Ich weiß nicht, ob andere sie klauen können. Ich glaube nicht, aber trotzdem. So. Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Chassis aussortieren und vielleicht sogar zum Kauf anbieten. Also leere. So. Du kannst weg. Ich regel das mal ganz kurz hier. So. Hä, was? Was war das jetzt? Ich glaube, mein Controller wird langsam leer. Erstmal schön im Kreis drehen. So. Jetzt erstmal was essen. Jetzt stellen wir ein bisschen Munition her. Wurde etwas gekauft? Ah, oh, schade, nichts gekauft. Oh, traurig. Jetzt stellen wir ein bisschen Munition her. So, Munition. Und zwar hätte ich gerne ein paar davon. Da kann man immer welches gebrauchen. Also Blei haben wir jetzt auf jeden Fall ohne Ende. So. Und schon haben wir kaum noch Gewicht, weil das ganze Stahl natürlich weg ist. Erstmal die ganzen Patronen hier rein, die wir nicht brauchen. Ich glaube, 308er brauchen wir derzeit auch nicht. Wir brauchen nur 2 Munitionstypen. Ja, mit dem Fotofilm vielleicht 3. 3 Mini-Atombomben. Die werfen wir auch hin. Scheiß drauf. Die werde ich sowieso nicht los. Wer kauft die denn schon? So. Perfekt. Jetzt haben wir ordentlich Munition.
Jetzt können wir noch einmal ganz kurz. Also hier habe ich meine ganzen Baupläne drin, falls jemand Baupläne kaufen möchte. So, zack. Standardpreis. Passt schon. Ach cool. Was haben wir noch für Dinge aber gehabt? Bauplan Gaussgewehr Nachtsichtzielhilfe. Auch nicht schlecht. Bauplan Postkarten College Poster. Bauplan Pro Snap Deluxe Kameraobjektiv. Objektiv. Aber wir haben noch die ganzen Schatzkarten. Noch so viel zu tun, Freunde. Die Frage ist, stelle ich das hier ein, in der Waffenkammer? Schaufel. Nee. Mache ich das hier? Ja, tatsächlich. Erhöhte Vergrößerung. Lackierung muss man kaufen. Das wollen wir ja nicht. Naja, cool. Gefällt mir. Gut. Weiter geht's, Freunde. Der Pfadfinder ist wieder da. Und er möchte gerne Dinge töten. Wie zum Beispiel ein Blutkäfer. Und eine Blähfliege. Jetzt bauen wir direkt hier, ne? Ich glaube, das ist besser, wenn wir zuerst hochgehen. So machen wir das. Oh Gott, die Sonne scheint rein. Ich will gar nicht wissen, wie lange die Sonne schon so reingeschienen hat. Aber ich meine, so störend war sie ja nicht. Oh, die Sonne hätte mich fast getötet. Wer kann von sich behaupten, dass die Sonne einen fast getötet hat? Oh Gott, was geht hier denn hier ab? WTF! Zieh dich, du Viech. Ich glaube, er ist tot, oder? Ja. Heilige Scheiße. Böse Sonne. Ich wusste schon immer, dass die Sonne böse ist. Oh Gott. Was habe ich mit dem Zeckenblutsaft gemacht? Oder Sack? Sag bloß, der war Müll. Oh Gott. Moorschatzkarte 03, klasse. Drei Plasmakerne. Haarklammer. Nice. Okay, beeilen wir uns, dann können wir nochmal schnell nach Hause. Aber hier waren wir doch vorhin, hier war das doch alles noch gar nicht. Krass, wie die plötzlich aufgetaucht sind. Okay, wenn wir uns beeilen, können wir nochmal schnell nach Hause. Und da das Zeckenblutsaft holen. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, der Müll wird dann da noch liegen. Ich bezweifle es stark, aber naja. Ah, ärgerlich. Nein, den habe ich zerkleinert. Oh, jetzt kommt's hoch. Den habe ich zerkleinert. Ach, Leute. Ach, Leute, Leute, Leute. Ach, Gott. Shit happens. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ach, was leuchtet denn da so schönes? Leuchtende Blähfliege, ja? Hä? Scheiße. Bin hier gefangen. Auf ewig. Nein, doch nicht. Wo ist der Kopf? Oh nein, ich habe vergessen nachzuladen. Hier ist mehr als eine, oder? Diese kleinen Mistviecher. Oh Gott, da ist ja noch eine. Noch eine. Wie viele sind denn hier? Ich will nur zu Honigbestie. Ich will nur zu eurer Mama.
Dann bin ich ja schon wieder weg. Versprochen. Was war das für ein Knall? Gibt es hier irgendwas Besonderes? Clara, die haben eine Kackbratze getötet. Das ist in Ordnung. So kleine Fliegen. Oder die Fliegen haben es hertransportiert. Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen seltsam. So. Wo sind meine Fliegenfreunde? Habe ich jetzt? Ja, ich hab's. Okay. Ach, hier ist jemand in der Nähe. Guck mal hier. Da. Alter hier. Genau, kommt mir bekannt vor. Nicht du von Assassin's Creed. Hallo. Hallo. Verfolgt er mich? Dann als nächstes Blutkäferrüssel. Das ist so ärgerlich. Dass ich, oh, wieso habe ich es auseinandergebaut? Hallo Blutlieber, wie geht's euch? Oh, noch Kranke? Uah. Fliegt er mir direkt ins Gesicht, was ist denn los mit ihm? Der wollte sterben. Untersuche die Hütte. Welche? Ah, das ist doch wieder nur eine tägliche, oder? Das war doch hier mit der Trulla, glaube ich. Ja, das ist die Trulla-Hütte. Aber hier nicht noch eine Kakerlake? Oh, Zecken. Hallo, unsterbliche Zecken. Oh Gott, der ist explodiert. Alter, wie krank seid ihr denn? Nein, explodiert doch nicht! Was sind das für gemeine Zecken, die explodieren? Was haben wir gerade für den Mod bekommen? Roboterrüstung Körperteil-Mod. Naja. Shelby's Terminal. Guck dir das an, schön. Ich habe sie untersucht. Okay, ja. Dann machen wir Boxenstopp hier. Und schon sind wir da. So, wenn hier Zecken sind, muss ich sie überraschen, bevor sie mein Blut nehmen und explodieren. Okay. Schaden und Energieresistenz, ja gut. So, fehlt nur noch der Blutsack, der da ist. Und dann haben wir alles. Hätten wir schon längst gehabt und das ist das Ärgerliche daran. Na, zumindest haben wir noch die Kakerlake. Musik? Ach so. Was greifst du mich an? Oh Gott, der ist, oh Gott, der stürzt ab. Willst du aufs Maul, Junge? Oh Gott, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Wieso kriegst du nicht aufs Maul? Komm runter. Los, trau dich. Komm zu mir. Los. Jetzt habe ich mir fast gedacht, du Kleiner. Jetzt haust du ab, wenn ich die fetten Wummen raushole.
ich hasse dich. Guckt euch die feige Sau an. Komm runter! Wenn du dich traust. Hä? Herr Herder? Herr Herder, ich glaube... erreiche 65. Ja, nice. Komm her, Mann. Komm her. Los. Ja, ist kacke, wenn man aufs Maul geht. Holy shit. Holy shit. Nein. Oh, Gottes Willen. Oh, was willst du denn? Oh, ich will ein Foto machen. Foto. Okay, und jetzt schlage ich dich zusammen mit Freund. Du hast doch keine Chance gegen mich. Au. Dafür verschwende ich auch gerne die Munition dafür. Nimm alles in die Fresse. Na. Okay. Komm her, Junge. Es leuchtet ja sogar. Die Brandbestie ist schlimmer als er. Duck ich die ganze Zeit? Nee. Ah. Ja, ist gar kein Problem. Aber ich glaube, dass meine Waffe nicht so lange hält. Ich hoffe, der haut nicht ab. Immer schön ins Gesicht. Au. Schön schwer... schwere Schläge. Erstmal ein Snipback ziehen. Wir haben ihn gleich. Wir haben gleich den Chief Squash getötet, der irgendwie random einfach hier aufgetaucht ist. Oh oh. Nein, ich wollte es gerade ausnutzen. Er ist tot. Prozent mehr Schaden, wenn die Gesundheit des Ziels unter irgendwas ist. Krieg ich jetzt eine Trophäe dafür? Wo ist mein Freund? Ich war noch nicht fertig mit dir. Ach, die Kühe haben es überlebt, ja. Ach, der Sheep Squatch hat es auf die Kühe abgesehen. Wo auch immer der herkam. Heilige Scheiße. Oh, wie cool. Ich wollte eigentlich noch die den jetzt wieder erledigen. Hier, Mister, ich flieg rum und versuche alles zu töten. Deswegen habe ich nicht drauf geachtet, was ich alles aufgesammelt habe. Aber man kann es ja noch in der Aufnahme sehen. Wir wissen zumindest von dem schallgedämpften Gauss-Gewehr. Oh, wenn ich den Schalldämpfer bekommen könnte. Ah. Ich brauche den Schalldämpfer für mein Gauss-Gewehr. Das wäre saugeil. Wie hört sich das denn an? Ach, deswegen die Musik. Ah, ich habe keine Munition. Ja,
machen 50% mehr Schaden, wenn die Gesundheit deines Ziels unter 40% liegt. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich einmal geschossen habe und dann nochmal schieße, ist der zweite Schuss quasi stärker, wenn der erste Schuss wirklich schon so durchdringend ist. Aber dafür müssen wir das Ganze erstmal aufbauen. Aber an sich eine coole Waffe. An sich eine coole Waffe. Ich bin begeistert. Wir haben die Sheep Squatch getötet. Wer hätte es gedacht? Direkt neben der Hütte. Neben der Hütte, oder? Ist das die Hütte? Nein, das ist eine andere. Ja. Wer zur Hölle schießt da mit Lasergewehren auf mich? Ein 30er Befreier. Ist da gerade ein Fahrrad runtergefallen? Ich darf mich jetzt nicht bewegen. Ich muss zurück. Ich darf mich nicht bewegen und dann springe ich hier rum. Ich muss zurück nach Hause. Ich habe den Sheep Squatch getötet. Ganz zufällig gefunden. Und plötzlich war er da. So heißt die Folge. Wird sie hundertprozentig nicht, weil ich es vergessen werde. Aber es wäre ein cooler Folgenname. Plötzlich. Nee, plötzlich war es da. Der Sheep Squatch. Mit einem Fragezeichen auf dem Thumbnail. Zero, merkt dir das? Schreib's dir auf. Ich habe keinen Stift hier. Doch, habe ich. So. Easy. Okay. Das war ein Kampf. Ich hätte gerne den Kopf behalten. Und mir irgendwo aufgehangen. Schade. Echt schade. Ich werde jetzt meine Sachen nicht auseinanderräumen. Das Ding liegt hier immer noch. Ist nicht dran. Na gut, dann würde ich sagen, zurück zu den Pfadfindern. Ich hätte nicht gedacht, dass der echt existiert. Das wäre alles fake. Krass. Gucken wir mal, was aus den Bildern geworden ist, ne? Ja. Aber es ist halt zu weit weg. Es war eine fürchteinflößende Situation. Ging auch alles so schnell. Er war plötzlich da. Ich meine, hätte ich ihn von Weitem gesehen, wäre das ja kein Problem. Stachel? Rank-Kakerlakenfleisch? Wo ist der Blutkäferrüssel? Oh, da ist er. Du hast tatsächlich alles besorgt. Ich mixe es nur schnell zusammen, dann kann's losgehen. Wenn du es trinkst, finden dich Insekten abstoßend. Ungefähr so, wie das Mittel schmeckt. Okay. Entwicklung. Verdiene Pfadfinderabzeichen. Ja, aber... Ich kann doch keinen Verbündeten wiederbeleben. Was ist denn hier los? Ja, das ist jetzt echt kacke. Wie verdient man Pfadfinder-Pionierabzeichen? Ist eine gute Frage, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Blähfliegenkopf.
Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist natürlich mit euch zusammenarbeiten und sagen, hey, ihr PC-Spieler dieser Welt, wen darf ich wiederbeleben? Aber trotzdem fehlt mir dann immer noch... Kann dieses Sonstiges mal verschwinden? Ich könnte mir halt vorstellen, dass man im Camp noch irgendwie irgendwas dazu verdienen kann. Da steht auch nicht, was man machen soll. Aber egal, wir haben erstmal einen Stufenaufstieg. Ja, ich möchte es öffnen. Zack, 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 zack. Okay, okay. Ja, Deine Lücke erhöht sich um 2, solange du unter Alkoholeinfluss stehst. Sagt der Baum zum Makler, ich suche eine Wohnung, wo ich richtig Wurzeln schlagen kann. Ja. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, die Menge beim Herstellen von Munition erhöht sich um 40. Sehr schön. Aber ich rüste das jetzt natürlich nicht aus. Nur wenn ich Munition herstelle. Aber jetzt habe ich schon Munition hergestellt, ne? Das ging nicht anders. Was soll's. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann zurück hierhin und hoffen, dass wir da irgendwie, irgendwo Pfadfinderzeug herstellen können. Mal gucken. Und ansonsten machen wir erstmal was anderes und ich frage euch. Und dann wird erst am Wochenende wieder aufgenommen. Und ja, dann... Schauen wir einfach mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir den Rucksack bekommen. Haut rein. Ciao.